Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von WWE 2K24 oder wie es bei uns heißt, ECW 2K24. Wir haben alle WWE-Leute rausgeschmissen, haben den ganzen Kader von der ECW reingepackt, haben noch ein paar Neuzugänge, zeige ich euch gleich und dann spielen wir mal bis zum nächsten Pay-Per-View. Los geht's. In unserem mittlerweile 53 Leute umfassenden Kader ist neu mit dabei Axel Rotten. Wir haben Johnny Grunge und Rocco Rock von den Public Enemy. Sowie Tajiri und Too Cold Scorpio. Dann nochmal zur Erklärung, ich lasse sämtliche Fäden ausspielen, das heißt, ich greife hier nicht ein, das ist alles nicht vorherbestimmt, das mal gucken, was passiert. Wir schauen uns mal die Karte an, im Opener treffen Eliminators auf die Dudley Boys, dann mal Tony Mamelo gegen Rick Steiner, Johnny Grunge trifft auf Axel Rotten, Balls Money hat es mit Tommy Dreamer zu tun und im Main Event haben wir ein Triple Threat Extreme Rules Match mit Mike Awesome, Jerry Lynn und dem Champion Rob Van Dam. Los geht's, viel Spaß! Wir entscheiden vorher eigentlich nur, mit wem wir spielen, sonst greifen wir nicht ein. Wir nehmen Manager ist Scott Hall dabei und bei Dudley ist der Sandman mit dabei. Ja, gucken wir mal, was passiert. Einzug lasse ich mal sporadisch laufen. Jetzt kriegen wir hier mal wieder Copyright-Probleme. Okay, der Einzug passt schon mal gar nicht. Skippen wir den direkt weiter. Dudleys haben eigentlich als Manager Spike Dudley mit dabei. Aber keine Ahnung, warum jetzt hier dann der Sandman unsere amtierenden Tag Team Champions begleitet. Los geht's, normales Tag Team Match, keine Sonderklauseln. Wir können versuchen, Bubba Ray. Und hier hat John Kronos leicht überrascht. Schöner Fireman's Carry von John Kronos. Und ein Knee Drop. Gold von einem DDT. Down to Otis and a double axe handle smash. Barry kann sich befreien. Ich will es eigentlich wechseln, streckt erstmal Kronos mit einem Punch nieder. Und es folgt der Tag zu Devon Dudley. Vielleicht wieder nie in die Ringecke nachsetzt. Dropkick. Und da gibt es noch den ersten Punch für Perry Saturn. Jetzt greift ja Scott Hall mit ein. Aber halt, Devon kann Dropkick in der Ecke kontern. Tornado Punch. Harte Klaus sein hier. Und der nächste Coverversuch. Wie lange die Manager wirklich so also still draußen bleiben. Das Simon bisher auch noch komplett ohne Beteiligung. Aber ich sage, ich denke mal, das wird sich bald ändern. Klaus müsste jetzt auch wechseln. Devon hält ihn in der Ecke. Tag. Bubba Ray. Und dann wieder Back Body Drop. Dudley schaffen jetzt hier Kronos ein bisschen zu isolieren. Der kann nicht wechseln. Wieder in die Ecke. Und wieder befolgt von einem Tag. Headbutt. Das ist aber so auch noch zu früh. Leg Drop jetzt von Devon. Und Kronos kann wieder auskicken.
And what's this manager looking for under the ring? He has no business down there. Das Spinebuster Scott Hall schmeißt hier einen Singapore Cane in den Ring. Und der Ref auch hier schön versucht, ja, wieder nach draußen schmeißt. Und Double Powerbomb von den Dudleys hier. Aber Ring ist ja abgelenkt. Was ist denn da hinten im Eck los? Was ist das Ringpolster entfernt? Was tut das? Jetzt lassen wir sie ein bisschen Chaos ausbricht. Der Sandman ist jetzt mit dabei. Ein ganz normales Match, kein. Der Ringrichter greift hier auch ein. Zwei Kronos zwar in der Ecke gewesen, aber Saturn ist nicht da. Nächste Powerbomb, harte Powerbomb von Bubba Ray Dudley. Wieder etwas auskicken. Es hat er noch gar nicht eingewechselt gewesen in diesem Match. Always Slam. Und wieder Attack. Schauen wir mal, einen WhatsApp oder einen 3D auch hinbringt. Discus Punch bringt Kronos zum Bluten. Ringpolster in der Ecke ist wieder ab. Ah, Reversal. Vielleicht mal jetzt die Chance für Kronos zu wechseln. Schickt Dion auf die Bretter. Ein Tag Finisher wäre nice. Tag. Double Powerbomb. Finisher ist noch nicht aufgeladen, von dem her fehlt es noch ein bisschen. Jetzt hat zumindest ein Finisher möglich. Rivalries like this can be excellent motivators. Push. Tag made. 3D, 3D, 3D. Ja, und jetzt kommt Saturn rein, greift hier ein und er bricht so den Pinfall. Das erste Mal überhaupt, dass hier Saturn auch groß im Ring war. Sandman räumt dabei weiter oder unterm Ring hervor, was es da so gibt. Und ich sehe auch immer noch nicht, dass das hat uns wieder am Apron zumindest. Nächster Ansatz zum 3D, da ist er auch. Diesmal kann da auch nicht mehr Saturn eingreifen. Scott Hall eigentlich total teilnahmslos im Match. Und so gewinnen die Dudley Boys auch dieses Match. Ja, und zu den Managern jetzt dabei waren. Bisschen undurchsichtig.
Weiter geht's mit Tony Marmolo gegen Rick Steiner. Dann nehmen wir mal Rick Steiner auch. Ein ganz normales 1 gegen 1 Match, keine Sonderregeln. Tony Marmolo stürmt hier gleich direkt rein. Wilder Brawl. Das war vor dem eigentlichen Match. Gar keine Glocke zu hören. Die Fehde FBI gegen die Steiner Brothers. Elbow Drop von Doc Face Gremlin. Folgt von einem weiteren. Tom Namlo hier schon bezeichnet von dem eine Attacke, von dem Angriffen vor dem Match. Und Power Slam Rick Steiner. Sind es schon gewesen? Nein, ich glaube bei 1. Double axe handle. He's taking some good hits. Rick continues to maintain the advantage. Yeah, Rick is really grinding the opposition down. Ja, das ist der Finisher von Rick Steiner, aber ich glaube, es war ein Pump Handle Slam, bin mir aber nicht mehr sicher. It can't be an easy task. Corey, what do you think the strategy has to be against him? You have to make him as uncomfortable in the ring as possible. Take the match outside of what he's used to. Push the pace and try to catch him off guard with stylish offense. Sofort unterbunden. Und Bulldog, stimmt, Bulldog war der Finisher. Vielleicht das Cover, ob das schon langt. 1, 2. Das ist ja ziemlicher Squash von Rick Steiner. Natürlich auch geschuldet den Aktionen von Tony Marmolo vor dem Match. Und bei Rick Steiner. Siegreich. Johnny Grunge gegen Axel Rotten, also Public Enemy gegen die Chair Swinging Freaks. Partner Chaos im Ring, okay. Wir gucken mal, was da passiert. Nehmen wir mal hier. Eigentlich können wir mal den Manager spielen, wäre bestimmt auch mal lustig, aber wir nehmen hier mal Johnny Grunge, mal die beiden schon im Spiel jetzt haben. Und schauen einfach, was passiert. Einzugsmusik schon gar nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt. And here comes one of our favorites. And his opponent from Newcastle upon Tyne, England. Axel Rotten, Standard ist natürlich mit Stuhl. Kann es hier auch losgehen. This superstar is coming in with a lot of enthusiasm and energy right now. But what's going to happen when the excitement wears off and he comes to realize he's in a fight against someone looking to take his head off? All I can say is we've seen adrenaline take this superstar very far in the past. But he'll be facing off against someone who is trying to shut down all the naysayers. Someone ready to claim a spot at the top of our business. Johnny Grunge schickt hier Axel Rotten über sowas der Seil, hat er keinen Ringrichter. Aber Rocco Rock bisher ohne hier Aktion zu setzen. Big knee to the midsection. Oh, that might have just broken something. Ben. Rocked with the point of the elbow. And he's able to reverse. Oh! Boom! Boom! Hammer and sickle! A bump, Ansatz zumindest von Johnny Grunge. Here we go. Die geht auch durch, gleich der Coverversuch. And kicks out before the count. Bisschen zu früh.
Gucken, dass unser Kollege hier auch mal was zu tun kriegt draußen. Er hält sich echt schön zurück. Das ist ein bisschen schade, dass sie so teilnahmslos nur draußen sind. Tritt jetzt von Johnny Grunge an Balls Mahoney. Aber auch da hält sie unser Tag Team Partner aktuell noch raus. You can see as he rises how vulnerable of a position he's in. Wenn ich zählen. The ref caught the brunt of that. Get ready, Saxton, you might be the replacement. Turned that one around. Ein bisschen zu schwer, ja, so kräftig ist dann hier X-Lob nicht mehr. Big Splash. Well, this matchup has been. Jetzt hat Double Close einfach beiden. Und jetzt hier auch mal Balls Mahoney gefragt. In den Ring. Aber Rock wartet schon drauf. Ref schickt jetzt beide raus, wie es ausschaut. Ja, beide. Also nicht, dass sie vorher groß irgendwas gemacht hätten, aber jetzt zumindest sind beide draußen. Und es geht hier 1-1 weiter. Hier von Johnny Grunge keine Ahnung mehr, was denn sein Finisher war. Der geht auf jeden Fall nicht durch das Signature Move. Das ist ein Dominator-Show von Axel Rotten jetzt hier. Und das langt auch. Axel Rotten gewinnt das Match gegen Johnny Grunge. Nachdem eben beide Tag-Team-Partner rausgeschickt wurden. Und da ist noch nicht das letzte Wörtchen geredet, sag ich mal. Ja, und nachdem Balls Mahoney gerade von der Halle verwiesen wurde, wurde jetzt auch das nächste Match geändert. Wir haben jetzt nicht mehr Tommy Dreamer gegen Balls Mahoney, sondern jetzt kommen wir einmal ein Falls Count Anywhere Match. Tommy Dreamer gegen Raven kommt jetzt auch wirklich aus dem Nichts. Wir nehmen wieder Raven. Falls Count Anywhere, Falls zählen überall in der Halle. Könnte lustig werden. Are you guys ready? Der Innovator of Elves. Macht er lang rum. Falls Count Anywhere geht auch hier los. Raven kommt direkt rein mit dem Baseball-Bat. Haben wir es noch nicht mitbekommen. Auch immer noch nicht. Aber jetzt, spätestens jetzt hat er es mitbekommen. Noch gar kein Ref, der irgendwo da ist. Kommt der Ref. Ref. Weg mit dem Ref. Klappstuhl. Man kann das Match jetzt auch offiziell losgehen. Irgendwann müssen beide erstmal zumindest in den Ring rein, damit es losgehen kann. Speaking of the locker room, people are walking around on eggshells, trying not to throw gasoline onto this fire. It's too late for that, Saxton. He is getting shredded apart right now. He's got to boost up his levels of aggression. Die Attacke von Raven, und die immer noch komplett ohne Aktion bisher. Suplex auf den harten Boden, einer Front Slam. Zumindest noch auf die Matte. Ich wünsche mir einfach, dass noch geilere Sachen unterm Ring liegen. So ein paar Wireboard wäre nice. Lightbulbs wäre nice. Ein paar Wirebat wäre nice. Aber wir nehmen mal das, was wir zur Verfügung haben.
Einkaufswagen ja ganz gut. Das geht jetzt zumindest mal weiter Richtung Eingangsrampe. Da ein Even Flow DDT, dann müsste die ganze Sache eigentlich schon durch sein. Aber Dreamer kann sich zumindest mal wehren. Rippen Richtung Ring zumindest. And he's just flaunting his skills now. Nothing is gonna stop him now. Hairpull neck slam. Oh, Raven hat hier offensichtlich was vor, geht wieder auf die Rampe. Dreamer lässt es ein bisschen mit sich machen, aber dann sagt er doch mal, was willst du jetzt hier? High Driver. Oh, Raven kann kontern. Oh, Even Flow DDT. Oh mein Gott. Das sollte es eigentlich schon fast gewesen sein. So schaut's aus. Even Flow DDT auf die Stahlrampe. Ja, der frühe Angriff von Raven mit dem Baseball Bat. Natürlich da schon gut Schaden hinterlassen. Weiter geht's mit dem Main Event. Da geht es um den ECW World Championship, das heißt um genau diesen Titel. Rob Van Dam, der amtierende Champion, trifft auf Jerry Lynn und Mike Awesome. Das Ganze findet natürlich unter Extreme Rules statt. Das heißt, möglicherweise könnte ja RVD seinen Titel verlieren, ohne überhaupt am Finish beteiligt zu sein. Warten wir mal, bis alle Teilnehmer im Ring sind. Mike Awesome auch schon viel zu früh von uns gegangen, leider. Einer der letzten Titelträger in der originalen ECW. Als nächstes Teilnehmer Nummer 2, Jerry Lynn, Mr. JL. Ich bin sogar heute noch in der Backstage-Rolle bei AEW aktiv. Und unser Champion. The whole effing show. RVD. Rob. And. Yeah. Publikum macht mit, das ist richtig geil. Und los geht's hier. Mike Austin gleich mit einer harten Closing ja, Rob Van Dam. Ich will mich eigentlich erstmal raushalten. Das ist halt der Türkisch, weil immer einer übrig bleibt. Release German Sloop Suplex von RVD. Awesome. Fördert. Ob man damit am Closing auf Seil. Die holt einen Tisch raus. Und schiebt in den Ring rein. Sweet rolling Savat kick. Back into the ring. Fighting back with a strong impact. Mike Awesome schaut immer nach, was das ergibt. Und bringt den Müll von dem Spiel. Letting his opponent know he can take on the world right now. Wenn wir uns ersparen können. Sends him into the corner.
And that was taking the attack to the competition with that one. Paint a picture for me, Corey. Hypothetically, what are some tactics you use to win a no DQ match? Well, I'd stash some kendo sticks beforehand. Sit down, powerbomb. Much needed hand. Oh my god, awesome. Saxton like a fastball special. Wie ist jetzt mal rausholen, ja? Springboard Elbow. Oh my god, awesome. Standing Moonsault. Adding a little flair to a damage and impact. Quite the showmanship. Da fehlt so ein bisschen an Fahrt in dem Match. Aber die rollt sie erstmal raus. Jetzt aufpassen, dass da kein Pin vor dem Ring passiert, sonst ist der Gürtel weg. Schlag bringt auf jeden Fall schon mal Geraldine aus dem Ring raus. Der Ansatz zum Springboard Elbow. Mal die Counter von RVD. Jetzt schnelles Cover sucht. Geraldine ist nicht mal bis 2. Von Geraldine. Schicken. Sehr nice. Ob der gegen Geraldine an die Leiter gelehnt ist. Oh, saw it coming, got an elbow for their trouble. Powerbomb. Da wird's hier ganz finster. Aber der Coverversuch. Ah. Ist hier ganz finster für RVD. Und außerdem jetzt klar mit der Oberhand. Und bei 2,97, wie jetzt Carsten Schäfer sagen würde, kickt hier RVD tatsächlich raus. Kann sie wieder den Überraschungsangriff setzen. Das große Seil. Die anderen beiden haben gar nicht bemerkt, dass er da oben ist. Alexander Blow. Aber an Geraldine. Mike Austin liegt noch im Seil, aber nur bis 2. Und da gehen beide über sowas das Seil rüber. Ist auch hinterher harter Stuhlschlag gegen Rob Van Dam. Der nicht mehr aufhört, auf RVD einzuprügeln. Deswegen wartet schon Mike Awesome mit dem Singapore Kane. RVD kann überhaupt nichts machen, gerade draußen. Jetzt wieder in den Ring zurück. Oh, das ist wirklich. Ein kluger Schachzug von RVD, der hier den aus dem Ring befördert.
Mike Awesome kommt aber auch wieder auf die Beine. Meister Frog Splash geht daneben. Mike Awesome kann ausweichen. Jillian ist auch wieder da. Hatte Close dann allerdings. Und Last Ride. Sit-Out Powerbomb. Ob das hier Jillian nochmal eingreift. Sonst wäre hier der Titel futsch gewesen. Dropkick von Jillian. Jetzt ist niemand mehr im Ring. Jillian muss nach draußen springen. Greift jetzt mal die Mülltonne. Kommt ja leicht auf. Was schlagen wir noch mit dir daneben? Sledgehammer Einsatz. Wieder kommt Jerilyn dazwischen. Crossbody, Springboard High Crossbody. So, jede Menge Zeug hier noch im Ring. Ja, richtig intelligent, aber gut. Mal den Tisch. Dropkick durch den Tisch. Echter Kammerversuch, aber auch da ist Terry Lynch oder schnell da. Okay, ins Knie. Und RBD ist seinerseits mit dem Piledriver, Spike Piledriver. Mike Awesome bewegt sich nicht außer vom Ring, kommt jetzt langsam auf die Beine. Aber Jerilyn kickt tatsächlich über zwei raus. Ich glaube, die Entscheidung würde jetzt bald fallen. Powerbomb. Oh. Mike Awesome mit dem Cover. Und Mike Awesome gewinnt das Match und ist neuer ECW World Heavyweight Champion. Chaotisches Match, das lang hin und her ging. Und jetzt sind wir am Ende der heutigen Show. Jetzt haben wir dann die Honor Stars Nebenshow. Eigentlich müssen wir diese Folgen immer mit der Nebenshow anfangen und dann mit der Hauptmontagsshow beenden. Wir haben jetzt hier das FBI gegen die Impact Players. Terry Funk trifft am Extreme Rules Match auf Tommy Dreamer, der ist ganz gut unterwegs hier. Und die Gangsters auf die Dudley Boyz im Tornado Tag Match. Um die Titel. Für unsere Nebenshow geht es um den Titel. Müssen wir dann doch glatt spielen. Ich werde die ersten beiden Matches simulieren und dann spielen wir hier nur den Main Event. Machen wir mal Zufall. Ich will hier nichts, wie gesagt, nichts bestimmen, außer mit den Matches, wo ich halt spiele, versuche ich zu gewinnen, logischerweise. Wir gewinnen die Impact Players. Terry Funk gegen Tommy Dreamer. Ein Pay-Per-View-Match würdig und nicht für eine Nebenshow. Da gewinnt Terry Funk und unser Main Event. Einzug können wir hier auch ausmachen. Dudley Boyz verteidigen Titel gegen die Gangsters. New Jack und Mustafa Said. Natürlich auch weniger Produktionskosten hier, deswegen ist auch die Kameraqualität so schlecht. Tornado Tag heißt beide Teams mehr oder weniger immer im Ring. Kein Tag nötig, kein Wechsel sei nötig. Regeln, ja, bedingt. Bedingt nötig. Was der Ring dazu sagt. Oder gleich mit dem Tisch. Aber kann man sogar noch dazwischen kommen? Der Tisch lehnt jetzt hier an der Treppe. Oh,
und der Ball durchgeschoben, ja. Richtig gut. Schon richtig Schwierigkeiten in der Stufe. Schiri räumt hier auf. Hallo, du kannst halt einfach mal einen Tisch rausräumen, Kollege Schnürschuh. Snake Eyes von Devon gegen New Jack. Cover direkt. Die kommen mit der Trontestraußen noch. Jetzt Nerf Hold, so wie es ausschaut. Aber Ray nimmt den Tisch wieder auf sich. New Jack schleicht sich an. Ja, und dann ist das Match vorbei, weil der Schiri sagt, nö, nö, wir wollen hier ein 1 gegen 1 Match und kein... Ein Einsatz von Stühlen, Tischen und sonstiges. Aber der Tag-Title wechselt nicht bei Disqualifikation. Das heißt, die Dudleys verteidigen hier den Titel, obwohl sie das Match verloren haben. Und gerade hier kommt die Info rein, dass John Kronos eine leichte Verletzung erlitten hat. Mal gucken, ob er bis zur nächsten Woche schon wieder fit ist. Wenn wir dann sehen, schaltet wieder ein, guckt vorbei. Wie gesagt, gerne mal zuschreiben, ob ihr das geil findet. Wie gesagt, ich habe dann mega Spaß dran. Und dann sehen wir uns die Tage wieder mit der nächsten Ausgabe von ECW 2K24. Bis dahin, sauber bleiben, so schaut's aus. Ciao. Now it's much harder to laugh, hard to get up and then work on my craft. Yeah. I need inspiration, don't need no validation, no more medication, just try some meditation.